Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Ernie auf der Niederbayern-Map und es geht weiter mit unserem Häckselgut, dass es in unser Bunkersilo kommt. Des Weiteren ist unser kleiner Rote auch fleißig. Er sucht jetzt seinen nächsten Punkt, wo er aufgehört hatte und wird uns dann das Rest Stroh reinbringen. Das kann er ganz in Ruhe machen. Dann haben wir ja noch unseren Bekrone, der jetzt hier, es klappt ja, seitdem wir ihn auf den Kraftstoffsparmodus ausgeschaltet haben, Herrgott, finden die beiden sich ja immer wieder. Und das ist ja auch nicht mehr ganz so viel hier. Wir können mal kurz gucken auf dem Feld. Nö, so viel ist es nicht mehr. Das hat er bald. Ja, gut, dann gehen wir mal zu unserem Fendi. Da ist er nämlich schon. Obwohl, den können wir gleich mal auf 0 wieder setzen. Wenn er dann wieder hier soweit ist. Und dann können wir wieder ordentlich reindrücken, würde ich sagen. Ja, ich bin jetzt noch bei Version 163. Ich hätte ja eben noch mal schnell eine neue Version von Cursed Play runterziehen können. Kommt in der nächsten Folge dann vorher noch mit drauf. Ja, wir haben heute Montag. Das wird auch die Montagsfolge heute. Wie ich die Woche jetzt das jetzt alles ausgestrahlt bzw. ins Netz bekomme, zu welchen Uhrzeiten immer die Folgen jetzt kommen, ist ein bisschen unbeständig. Da ich jetzt, ich habe zwar Urlaub, aber hier zu Hause habe ich echt viel zu tun und da müssen wir dann mal gucken, wie ich das dann hinkriege. So. Wie immer beim ersten Mal, okay. Aber den Trick kennen wir ja schon. Er fährt, jawohl. Gut, Knut. Dann wollen wir ihn mal wieder befüllen. Ordentlich reinfahren, hier erstmal alles. Ja, ich bedanke mich auch wieder für die neuen Abonnenten, die ich bekommen habe übers Wochenende. Vielen Dank dafür. Freut mich, dass es euch gefällt. Ich werde natürlich versuchen, jeden Tag wieder eine Folge reinzubekommen. Wollen wir mal schauen, wie es läuft. Wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, sobald jetzt der Sommer kommt, könnte es mal unter Umständen vorkommen, dass da mal was nicht ist, weil wie gesagt, bei uns ist viel zu tun, aber warten wir erstmal ab. Wollen wir erstmal gucken, wie der Sommer wird und was mich hier zu Hause alles erwartet. Nebenbei muss ich auch noch so eine Kleinigkeit wie Arbeiten machen, aber das müssen ja viele andere auch. Ja, da kriegen wir ja ordentlich jetzt rein an Häckselgut. Das heißt, wir werden da wohl einen Teil verkaufen können. Und mal sehen, ein Teil für die Kühe. Schauen wir mal. Nächste Woche, das kann ich jetzt so, glaube ich, schon mit 90%iger Sicherheit, 95%iger Sicherheit sagen, wird dann bei mir der Systemwechsel anstehen. Das heißt, ich werde natürlich dann versuchen, das Safe Game hier zu sichern in unserer Niederbayern Map. Hoffe, dass ich das auch dann sauber alles rüberkriege. Ich habe mich so ein bisschen beruhigt, was das angeht jetzt hier mit dem Ärger über diese Karte. Wollen wir mal schauen, wie die nächsten Tage werden. Ja, sollte ich mich wieder erwarten, wieder so doll ärgern müssen, dann werde ich wohl nach dem Systemwechsel diese Karte in Popo treten. Aber ansonsten primär versuche ich natürlich erstmal zu sichern. So, dann haben wir das auch. Sehr schön. So, Drescher und Trecker sind wieder mal auf 0. Wie soll es anders sein? Ich habe eben noch gesagt, na, ob ich mich ärgere. Ach so, er kann ja gar nicht, weil wir haben ja eben erst wieder angefangen. Das heißt, er muss ja auch erstmal einen Drescher haben. Sonst wird das nichts, ne? Logisch. Gut. Beobachten wir die beiden auch noch, ob sie sich gleich finden hier. Das wäre ja mal so. Oh, der sieht aus. Der muss mal gewaschen werden. Und meine Mädels sind hier wieder fleißig am Fahren. Junge, 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 Junge. Die sind wieder richtig fleißig hier.
Ja, ich denke mal, nach der Ernte wird er erstmal, kriegen beide hier erstmal eine fette Waschung. So, dann macht das jetzt anständig, ihr beiden. Ja, sieht danach aus. Jawohl, geht rein. Sehr schön. Gucken wir zu unserem kleinen Roten. Hat der jetzt ganz von vorne angefangen? Okay, dann werden wir das Ganze jetzt mal abkürzen. Und werden ihn auf die dementsprechende Bahn mal... Wo ist er denn? Da hat er aufgehört. Manuell schicken. Meine Herren. Okay. Das wäre dann die naheliegendste. Zack, läuft. Super. So viel ist es ja auch nicht mehr. Er ist ja schon in Auf- und Abwärtsbewegung. Na gut. Ja, unser Kontostand 11.213. Wie gesagt, da muss erstmal Stroh wieder reinkommen. Dann können wir ja mal ganz kurz gucken. Das andere Feld, ist da auch noch Stroh drauf oder hatten wir das jetzt schon weg? Nee, das muss ja auch noch. Mensch, da kommt noch ordentlich was rein. Süpi, süpi. Und wie war das jetzt? Wir haben ja auch noch Feld. Ich flitze einfach mal so rüber. Wir haben doch auch noch Feld. Was ist denn das? 16, 15? Ich weiß das jetzt gar nicht. Ja, 15. Da war doch, glaube ich... Was hat man hier? Ach, hier war auch, ja, hier war auch Mais drauf. Das heißt, das kann dann mit dem anderen Feld zusammen... Ja, dann schon angesät werden. Das ist nicht meins, das gehört die Daniel Cola. Okay. So, ihr beide seid hier am Machen. Was hast du denn da überhaupt? Ja, jetzt bin ich gerade so ein bisschen im Leerlauf. Was hat er denn jetzt hier? Schon 50%? Na gut. Fährt er auch gleich wieder ab. Dann haben wir das auch drinne. Ja, das heißt jetzt wirklich erstmal alles reinkriegen. Und verdichten dann noch, ne? Und dann kann auch wieder angesät werden. So ist ich das. Ja, man sieht's. Körsbeere braucht echt eine Menge Platz. Aber das scheint hier gut zu laufen. Auf jeden Fall definitiv besser als auf diesem verhassten Feld 22 oder 20. Was war das? Wir gucken mal ganz kurz. 20 war es ja. Das läuft hier schon mal ganz gut. Sehr schön. So, Pippi, dann fahr wieder zurück. Genau. Ja, es gibt im Moment nicht viel selber zu tun. Wir können ja mal bei unseren Schafis mal gucken. Wie sieht es denn da überhaupt aus? Am Fressen, Fressen, Fressen. Okay. Okay, wir haben hier doch, wir können wieder Wolle verkaufen, aber wir haben momentan kein Fahrzeug frei. Wie sieht es generell aus bei unseren Schafen? Ach, da ist ja noch alles da. 25 Schafe bis jetzt. Wasser haben sie noch, Stroh... Quatsch. Was haben sie auch noch? Wasser haben sie? Alles da. Ich kann nichts machen. Mir fehlt mal wieder ein Fahrzeug. Dann hätten wir jetzt nämlich schön Wolle verkaufen können. Ja, ja. Geht wohl als nächstes an. Ein schönes neues Fahrzeug. Ach ja, meine Mädels. Fleißig, fleißig, fleißig. Außer ich. Ich sitze jetzt hier rum, koordiniere hier alles. Warte darauf, dass wieder Häcksel gut reinkommt, was auch gerade wieder 100% ist. Sehr schön, dann ist er auf dem Weg nach oben. Ja. Da ist er ja. Sie, Entschuldigung, sie, meine Mädels. Ist hier fett am Abfahren. Ja, das kommt, da kommt ordentlich was rein, das wird ordentlich was geben. Sehr, sehr schön. So muss das sein. Dann können wir gleich wieder reindrücken.
wie die Weltmeister, ne? Muss ja, muss ja, muss ja. Sprit geht noch, Werkstatt muss ich auch nicht unbedingt, aber sauber gemacht werden muss er. Mein Gott, und das muss ja auch noch alle rein da. Das Stroh hier. Rechts. Alles bares Geld für uns. Jo. So sieht ich das aus. Ja, schönes Wetter heute wieder. Auch im realen Leben. Ordentlich was geschafft, du. Selber Rasen gemäht bei mir. Autos von der Mutti und von mir gewaschen. Sommerreifen drauf. Ne, man sagt zwar von O bis O, aber gut, eine Woche früher wird den Kohl wohl hier draußen nicht fett machen. Ja, so ist das. Ja, da hat man sich so einfach wie hier im LS, ne? Da hast du ja die Werkstatt. Gut, hier bezahlst es, aber die machen das alles. Brauchst dich um nichts kümmern. Wie sehen eigentlich die Scheiben aus? Die gehen aber noch, ne? Scheiben gehen aber noch, du. Die Scheiben gehen aber noch. Das ist noch nichts Dickes. Ah, hier hinten. Hier, siehst du da? Oh, 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 da ist hochgespritzt. Oh, 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 oh. Ja, der hat es dringend nötig. So, Spatzi, fahr rein. Und ich setze dich dann gleich wieder auf Null und dann kann es weitergehen. Das machst du sehr schön. Ja, das ist immer noch ein Mysterium für mich. Wie gesagt, ihr habt es ja live gesehen das letzte Mal, oder vor zwei, drei Folgen, ist sie wirklich ganz weit reingefahren. Bis da, wo sein soll. Seitdem nie wieder. Weiß der Teufel, woran es liegt. Ich habe es bis jetzt auch noch nicht rausgekriegt. Keine Ahnung. So. Dann mach du mal schön weiter. Ah, diese vielen Knöpfe an der Maus. Alles belegt hier. Yippie, wir können wieder selber was machen. Wird auch Zeit hier. Ja, so, ansonsten, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich freuen über Kommentare, auch wenn es Kritik ist oder, ja, keine Ahnung, auch darüber würde ich mich mittlerweile mal freuen. Wie viel haben wir hier eigentlich mittlerweile drin? Oh ja, da ist ordentlich was schon drin. Knapp 900.000. Schockt. Schockt, würde ich sagen, Freunde. Schockt. Du olle Zicke. Dieses Schiebeschild. Ich habe auch gesehen, es gibt auch schon wieder ganz neue. Werde ich dann beim nächsten Mal ausprobieren. Ich bin ja immer neugierig. Müssen wir das nächste Mal unbedingt mal ausprobieren. So, haben wir das auch gleich wieder drin. Ja, ich bin auch nicht so der perfekte Schieber, ich gebe es ja zu, aber ich gebe mir Mühe. Das scheint aber auch schon alles zu sein. Nein, wir bekommen das alles hin. Um Gottes Willen. So. Jetzt hat er verloren. Tja, da ist ordentlich was drin. Ja, in einem Durchfahrsilo wäre es leichter, weil das würde ja Curseplay alles machen, gar kein Problem. Aber Keilsilo,
Da fehlt uns noch das Schieben und Verdichten. Vielleicht ist es ja im neuen Update drin. Ich werde sehen. Zur nächsten Folge werde ich es drin haben. Versprochen. Versprochen. So, was haben wir da? Oh ja. Wieso? Moment. Das gibt's doch nicht. Stopp, 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 stopp. Stopp. Püppi, du hast nicht entladen. Warum nicht? Du hast nicht entladen. Das verstehe ich jetzt wieder nicht. Mann, 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 da freust du dich eigentlich, dass es läuft. In der letzten Folge hat ja auch alles geklappt. Aber er hat es auch nicht angezeigt, ne? Das war ja das Komische auch an der ganzen Sache. Schauen wir uns das mal an. Was ist denn hier wieder los mit dir, du? So, wenn ich jetzt manuell mache, schauen wir uns das mal an. Funst. Habe ich hier irgendetwas nicht eingestellt? Ist hier wieder irgendetwas? Ich mache mal hier diese 2 Sekunden rein. Es kann sein, dass es damit dran liegt. Wir werden sehen. Okay. Was hast du denn jetzt wieder hier? Hast dich festgefahren? Meine Herren, nichts kannst du da. Ich habe dich so gelobt. Na, machst du es jetzt? Sieht so aus. Wie dreckig bist du eigentlich? Oh, das ist ein Kerl heute. Okay. Ne, sieht noch... Na, ein bisschen. Das geht aber noch. Hauptsache, du fängst es auch wieder vernünftig an. Sonst gibt's hier was auf dem Rüssel, du. Hier kann doch nicht jeder machen, was er will. Meine Herren, du. Das geht doch nicht. Mach das anständig hier. Ja, Freunde. Das war's dann mal schon wieder. Wir sehen zu, dass wir jetzt hier alles mal so langsam reinbekommen. Dass wir weiterkommen. Nach gefühlten, ich weiß nicht wie viele Folgen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst das Däumchen oben da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, abonniert meinen Kanal. An alle, die mich jetzt schon abonniert haben, ganz lieben Dank. Ich habe mich gefreut. Schreibt mir ruhig mal was in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Montag oder wann auch immer ihr diese Folge heute guckt. Ich bin erstmal raus, euer Ernie. Ciao, ciao.